schon mal, was stibitzt hat. Darf noch lange niemand behaupten, dass sie ihr ganzes Leben lang ein Dieb ist. Wir haben keine Süßigkeiten mehr. Und Susa hat ihre Schokolade schon lange aufgehoben. Das wussten wir alle. Ich verstehe nicht, warum Fräulein Esther jemanden verdächtigt, wo sie doch weiß, dass man sowas beweisen muss. Sabinka, bist du bereit, ihr zu verzeihen? Ja. Guten Tag, die Herrschaft. Guten Tag. Ich wusste zwar, dass die Kinder über sich selber, aber auch über die Lehrer. Es gibt keine schlimmeren Tyrannen als Lehrer. Bei uns können sich die Kinder gegen Despotismus wehren. Verzeihung, Herr Doktor, aber ich kann nicht mehr. Wie soll ich denn meine Autorität behalten, wenn mich die Kinder bei jeder Kleinigkeit verurteilen? Das Gericht bittet die Herrschaften, wenn sie sich unterhalten wollen, das draußen zu tun. Bitte, ich denke, wir gehen zu mir hoch. Sonst werde ich wegen Missachtung des Gerichts angeklagt und das will ich nicht.